Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Aus dem Urlaubsreise. Klo. An unserer altbekannten Raststätte. Denn wir sind auf dem Weg. Und wer hätte es gedacht? Wo fahren wir hin? Ans Meer. Ans Meer. Und wo fahren wir schon wieder hin? Ein Großeinkauf in Polen. Können wir denn immer an den gleichen Ort fahren? Das ist doch langweilig. Ich liebe es einfach, mit Slotty einzukaufen. Mit Slotties. Ach, stimmt. Genau. Und wir lieben langweilig. Genau. Wir lieben das, was wir kennen. Ja. Oh. Oh. Da ist fast mein Wegproviant aus meinem Mund gefallen. Wir hätten ja auch irgendwo essen gehen können. Machen wir ja nicht. So, das waren jetzt fünf. Ich habe in meiner heimischen Pfanne Pute gebraten mit heimischem Gewürz. Weil das ist das, was mir schmeckt. Ja, das waren jetzt fast eine Minute. Ein bisschen überspitzt. Sarkasmus. Genau. Jetzt machen wir einen kleinen Spaziergang und dann geht's weiter, wa? Genau. Ja. Eine kleine Tippelrunde. Und da ihr ja schon unseren Ablauf kennt und so, halten wir das hier beschränkt. Ich werde gerade auch gestochen. Ja. Das ist mir ein Ostsee-Vlog ohne Brücke. Ein schlechter Ostsee-Vlog. Willkommen. Die Brücke ist oben. Und hier sieht man schon 30 km/h. Früher konnte man hier mit 130 drüber fahren. Ich stimme mich schon auf das polnische, traditionell polnische Essen ein. Mit polnischen Apfelchips aus dem Lidl. Ja, wir trinken polnisches Wasser aus dem Kaufland. Na stimmt, trinkst du ja auch, ja. Hallo Usedom. Der Naturpark. Wir standen nicht im Stau, obwohl Robert von Stau geträumt hat. Und wir waren gerade noch in Anklam, haben wir angehalten. Wir haben noch Schuhe geshoppt für mich. Was auch sonst? Nee, genug Schuhe. Ein paar Gartenschuhe für unter 5 Euro. Die letzten habe ich weggeschmissen, weil die Sohle gebrochen war. Und? Ich wollte unbedingt so einen blöden Shaker von einer bekannten Marke haben, weil ihr wisst, ich bin ja Sportler und muss immer Proteinshakes trinken, um das Klischee zu erfüllen. Und jetzt habe ich auch noch den ultimativen Shaker dafür. Ja, ich wollte den unbedingt haben, weil der ist schwarz und schlicht. Und ich habe nur so einen von einer bekannten Marke, die für Abnehmen wirkt und ich wirbt. Ich will nicht fürs Abnehmen werben. Ich brauche einen Shaker, wo drauf steht From skinny to strong. Aber ihr glaubt mir ja eh nicht, dass ich mehr esse. Von daher brauche ich davon nicht erzählen, was, Schatz? Ja, ist egal. Bin ja immer noch so dürre. Wir essen ja nichts. Niemals. Ich würde nie Fleisch essen. Niemals. Ich esse nur vegane Kühe und Schweine, die Gras fressen. Das ist gut. Und ich esse alles, was die Tiere normalerweise fressen würden. Nein, ich esse schon viel mehr Hühnchen. Ich esse die Nahrung deiner Tiere weg, weißt du das? Siehst du, damit meine Tiere nicht verhungern, esse ich die Tiere auf. Das ist gut. Ich freue mich schon aufs Meer. Bald sind wir da. Sind wir schon da? Oh, da haben wir ein Foto gemacht von dem Anker. Das letzte Mal. Geht auch. Oh. Oh. Ui. Vielleicht der Schrank, glaube ich, dann. Ich mach mal kurz zu, oder? Weil ich krieg's nicht zu, ich habe die Brille in der Hand.
das jetzt zu? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall noch ein Schlüssel für irgendwas. Wer hat sich hier gegönnt? Ui. So cool. So viel zu, ich mache ein extra Video. Jetzt ist es doch im Vlog. Egal. Dann ist es halt willkommen bei der Roomtour der neuen Wohnung. Wir haben eine Maisonette-Wohnung, denn es geht hier noch nach oben. Dann beige. Wieso habe ich die Kamera nicht mit geiler Hintergrund zum Filmen hier? Das ist schon fein, oder? Ja, ich bin zuerst oben. Ich bin zuerst oben. Ich muss gucken. Es erscheint immer noch so, dass es eine Kopfdruck so am Baum ist. Kleine Couch hier auch noch mit so einem Zwischenraum. Oh, hier gibt es sogar eine Spielecke. Oh! Uiuiuiui! Das ist schon fein, oder? Ihr seht gar nicht meine Reaktion, aber ich kann gar nicht in Worte fassen. Weißt du, was das Tolle ist? Aber dass du Angst hattest, dass ich hab noch Angst. Das Ganze hier oben auf die Toilette geht. Ui! Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Hä, ist das echt unsere Wohnung? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist schon cool, oder? Cool ist gar kein Ausdruck. Ach, fein. Das ist echt Oha. Fein. Wow. Echt schick. Hä? Ich glaube das gerade nicht. Das ist... Und jetzt muss nur noch das Schlafzimmer. Also das war auch ein Balkon? Ja, irgendwie hat alles einen Balkon. Wo soll ich denn hier, auf welchem Balkon soll ich zuerst raus? Nein, Quatsch. Wow, Leute, ey. Das ist echt... Das ist ja riesig. Wie viel Quadratmeter hat das eigentlich? 50 stand im Angebot. 50? Ja. Das ist doch größer als meine Wohnung. Oh je, ich glaube, jetzt hat man unser Kennzeichen gesehen. Vor allem überall auch so Spiegel und so. Oha, Schatz. Läuft bei uns. Das ist ja cool. Oha. Tja, Basti und Sabrina, da könnt ihr jetzt nochmal sagen, wir haben hier kein Geld für eine schöne Unterkunft. Schaut euch diese Unterkunft an. Hast du schon gesehen, ein Toilettchen für hier oben? Oh, wie ist sie? Badewanne? Ja. Oh mein Gott! Und goldenen Armaturen. Alter! Sorry, das Alter konnte ich jetzt wirklich nicht. Oh mein Gott! Ich habe sogar eine Badewanne. Und dabei sind wir noch nicht mal oben oder unten in dem großen Bad gewesen. Unten war auch ein Bad. Oh mein Gott. Also hellhörig ist es auf jeden Fall, aber... Okay, das wird auf jeden Fall lustig, hier das Essen hinzubringen. Ja, aber man kann ja auch hier unten essen. Aber oben ist es viel schöner. Ich muss noch gleich das Allerwichtigste checken. Der hat einen Gefrierfach, das hat man im Angebot gesehen. Ja, und hier unser Ofen und eine Mikrowelle war. Ventilationsherd. Und hier unten ist noch ein neues kleines Bad. Vielleicht ist das ein kleines. Naja. Krass. Ja. Ey, das wird sich wirklich lohnen, eine Roomtour zu machen. Also ist schon... Wir können ja trotzdem separat für die Leute, die jetzt diesen Vlog nicht schauen, noch eine Roomtour machen, oder? Also ich würde schon sagen, das hat sich schon gelohnt. Definitiv. Und jetzt gibt's Kaffee und Kuchen. Ja. Und ich filme ja schon. Auch gut. Robert ist hier ganz begeistert am Ausprobieren. Also wir testen jetzt das Bett. Darf ich nie fehlen. Sein Box springt dazu, wie so was ist. Du musst ja Box springen hier. Wir werden sehen. Eins, zwei, drei, los!
so mag ich mein Bett. Ich vermute auch, ja, dass das für dich so optimal ist. Das ist für mich toll. Und schön hart. Ja. Nee, ist wirklich schön. Ist nicht so weich, ich mag das nicht, wenn man einsinkt. Dann werde ich gut schlafen. Ja. Muss man fast schon ja nochmal buchen irgendwann. Ja, für nächstes Jahr direkt. Ja. Wäre optimal. Also Bett hat den Test bestanden, denke ich. Ist cool. Sind meine Haare wieder kaputt gegangen. Egal. Ach, dieses Mückenvieh. Finestil unten. Ich habe in meinem Täschchen auch dieses Autofahrenzeug. Test bestanden. Von der Unterkunft direkt zum Strand. Und wir stehen schon im Wasser. Und es ist sehr angenehm. Tatsächlich ist es nicht mal kalt. Nee. Also ja, klar, ist ein bisschen frisch, aber schön. Und es ist sogar sehr sonnig. Warm, ich glaube 25 Grad noch. Ja. Also sehr perfekt. Ich liebe dich. Zippern jetzt ein bisschen hier rum. Und ich kann nicht freundlich gucken, weil die Sonne mich blendet. Weit haben wir gar nicht viel gefilmt, wa? Schreibt man ja Möwe. M-Ö-W-E? Oder mit genau, V? Genau, habe ich mit V geschrieben. V hat es, glaube ich, klappt es nicht. Also ich hätte es mit W geschrieben, aber wir essen jetzt Abendbrot und das ist unser schöner Balkon. Morgen werden wir bestimmt mehr vloggen. Vielleicht wird das dann halt auch mit morgen zusammen gemacht, der Vlog, denke ich. Möglicherweise. Lass es dir dann schmecken, mein Schatz. Das ist fein.